Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück bei Baldur's Gate 3 zu einer weiteren Folge. Der wahrscheinlich letzten erstmal hier aus der Grimmschmiede. Und wir werden auch in dieser Folge noch aus dieser entfliehen, denn wir müssen nochmal hier unten was looten, beziehungsweise, ja, nee, wir werden hier nochmal zurückkehren. Wir hatten ja noch diesen Bereich, wo die Skelette sind. Ich gehe mal eben da alleine. Au. Ja, aua. Jetzt steh auf. Ernsthaft? Okay, warte mal. Ja, wie bescheuert ist das denn? Dass die ganze Zeit auf die Nase fällt. Ah. Vor allem, da weiß, da kommt Feuer. Warum fällt der denn hin, wenn Feuer kommt? Das ist doch jetzt nicht so, dass da eine Druckwelle oder sowas erscheint. Aber da ist noch mal eine Falle. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich da unten etwas machen kann, ne? Okay, pass auf, ich mach folgendes. Ich nehme das in Kauf. Asarion, du bekommst tatsächlich von mir das Elixier der Feuerresistenz. Und dann probieren wir es mal. Moment. Okay, normalerweise wären wir auch wieder rauskatapultiert worden, aber wir haben uns irgendwie festgebackt da hinten. Asarion geht alleine. So, habe ich vergessen, sorry. Und dann entschärfen wir das hier erstmal. Sicher ist. Ist sicher. Hä? Warum? Wir haben doch das Feuerresistenz. Ich verstehe es nicht. Okay, pass auf. Ich probiere es jetzt nochmal. Naja, okay, keine Chance. Was ist denn, wenn ich das auslöse? So, wir mal eben hier. Was haben wir hier Schönes? Fackeln. Bisschen Zeugs. Schwere Truhe. Drin. Kriegshammer. Ah, hier ist noch eine. Aha. Ja, ein bisschen Geld und Gegengift. Ein Dolch, Jutesack, verfaulte Karotte. Eine Fackel anmachen. Eidkolben. Nicht wirklich geile Sachen, ne? Also, vor allem haben wir hier nichts, um das irgendwie zu deaktivieren da oben. Ich denn mal. Thank you.
Da ist halt ein Hebel, der kann das Tor wahrscheinlich öffnen. Ich habe mir jetzt Schaden zugefügt. Ich glaube, der kriegt einfach null Damage, ne? Scheint so. Da ist noch eine vergoldete Truhe hinten. Wie kommt man denn da hin? Pass auf, ich habe noch mal eine ganz andere Idee gerade. Lass mich noch mal kurz laden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also gut, ja, jetzt hätten wir den Loot verloren wieder, den wir unten gemacht haben. Ja, deswegen hätte ich jetzt nicht geladen, aber ich wollte mal was anderes probieren. Ah, schade. Naja, egal. Nur möglicherweise haben wir eine Chance, dieses Ding zu deaktivieren. Ich gehe nochmal auf Astarion. Und wir haben doch diese wunderbaren Schriften. Oh, wir haben Nebelschritt sogar auch nochmal. Die meine ich aber tatsächlich gerade nicht. Hat Astarion die? Nee, ich glaube, die haben wir nur mit Tayun. Eine Schriftrolle fliegen. Und dann gehe ich jetzt nämlich mal in den rundenbasierten Modus über. Würde mit Astarion dann nämlich die Schriftrolle benutzen. Hm, wo ist er? Basit-Beschwörung. Nee, das ist ein Nebelschritt. Wo ist denn Fliegen? Ist übersehen. Eismesser? Sag mal. Wird die denn hier nicht aufgeführt? Jeder Fall. Unsichtbarkeit, Übelkeit. Hä? Bekommen oder nicht? Ach, ich habe mir einen Stapel geteilt. Nevermind, Entschuldigung. So, jetzt aber. Da. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Fliegen? Left a trap out for us. Das Knacken unmöglich. Ich wollte nämlich eigentlich von hier hinten reinfliegen, ehrlich gesagt. So von nirgendwo aus hin, ne?
So funktioniert das also. Looking ahead. Can't afford to stay idle. Jetzt verstehe ich das Fliegen. Dann können wir eigentlich auch den rundenbasierten Modus wieder ausstellen. Jawoll! Er wollte es richtig. Geil. Oh Gott. Jawoll. 30 EP. Nur zur Sicherheit machen wir die auch nochmal weg. Ich weiß nicht, ob wir sonst nochmal wieder was Neues auslösen. Ich glaube zwar nicht, aber... Oh, eine 2. Ganz knapp. Hätten wir ein weniger, wären wir gescheitert. Na, gucke mal. Sehr geil. Wir fliegen quasi zum Sieg. So, und dann wieder alle gruppieren. Hä? Alle gruppieren. So, Moment, ich sehe gerade, ich muss mal eben... Light on my feet. You have my attention. Nein. So. Das ist halt immer mit dem Controller ein bisschen scheiße. Ich möchte gerne natürlich die Reihenfolge beibehalten. So, bevor wir da reingehen, gehen wir natürlich erstmal hier nach unten. Da muss ich halt nochmal eben den Loot mitnehmen. Das ist jetzt nicht so viel, das können wir mal eben schnell machen. Ein paar Fackeln. Zack. Dann muss ich das auch gar nicht alles hinterher auf Tayun rein umsortieren. Ist eigentlich ganz gut. Hier da hinten war da auch noch was drin. Ja, da war der Hut drin. Oh, die war leer. Ja, das. Wäre Truhe, ein bisschen Geld. So, die beiden Sachen. Fackeln machen wir wieder an. Einfach weil es schön aussieht. Aber das Interessantere ist ja, was in dieser vergoldeten Truhe hier hinten drin ist. Und ich rechne persönlich damit, dass da eigentlich was ganz Geiles drin sein könnte. Denn die wurde ja nicht umsonst so schwer bewacht hier. Eine Kerze. Warum steckt man eine Kerze in die Vase? Hier ist so ein bisschen Geld drin. Flasche mit verrottetem Essen. Die wir nicht benutzen können, warum auch immer. Oh, warte mal, da ist eine Statue. Was ist das denn? Erstmal hier Herzen anmachen. Eine Schar-Statue. Götze von Schar. An Idol of Lady Schar. It cannot be a coincidence that I found this. All these signs of a Sharan presence. Dark Justicius. Okay, war mir schon irgendwie klar, dass sie da was zu sagt. Lass mal gucken, wir haben ein Tagebuch, was Neues. Reißt euch das Unterreich. Wir haben erfahren, dass die absolute Agenten zu Grimmschmier geschickt hat. Es muss eine Verbindung zwischen der Grimmschmier und den Türmen des Mondaufgangs geben. Rettet Wulbren. Wir haben den tiefgenommenen Grimmschmier befreit, aber andere ihres Volkes wurden zu den Türmen des Mondaufgangs verschleppt, darunter der Anführer Wulbren. Lieferen ihres Kopf ab. Diddle 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 dit. Tochter der Dunkelheit. Hat sich jetzt hier noch was Neues ergeben? Wir haben erfahren, dass Grimmschmied zu dem uralten Tempel vielleicht war über Dunkelheit des nächsten Jahres. Ich scheine, dass wir irgendwie den Weg zu finden können. Okay. Schützende Funkelwand. Interessant. Eine Kleidung. Das ist was für, wenn dann für Gale. Hohes Zauberwirken. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deinen Zauberrettungs-SG
Funkelrüstung der Träger hat plus 1 auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe, solange Blitzladungen verfügbar sind. Okay, das ist schon ganz geil. Gale hat ja im Moment diese Giftrüstung, glaube ich. Giftschirm, wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Giftschirm von unserem Bewegung erzielt sich 1 bis 4 Giftschaden. Ja, gut, das machen wir jetzt nicht allzu häufig. Da würde ich schon lieber das hier nehmen, schützende Funkelwand. Sehr nice. Und wir hatten doch irgendwas, was Blitzladung hervorruft. Irgendwas hat das hervorgerufen. Bewegungsrate erhöhen. Ich glaube, das war unser Bogen, oder? Wenn der Blitzträger, ja genau, er weckt 2 Blitzladungen. Ah, schade, wenn das jetzt irgendein Accessoire gewesen wäre, hätte ich das nämlich jetzt auch Geld gegeben. Weil wir hätten dann nämlich den Vorteil, dass er die Fähigkeit hat, der Träger hält plus 1 auf Rüstungslast und Rettungswürfe, solange Blitzladungen verfügbar sind. Und wenn er sich selbst in Blitzladungen hineinversetzen kann, umso besser. Wasserfunkler, Wasser, wenn du der Träger im Kampf im Wasser steht, wird er elektrifiziert. Aha. Wenn der Träger seinen Zug auf eine Elektrifizierung beginnt, erhält er 3 Blitzladungen. Okay, das ist auch geil. Das heißt, wir müssen mit Gale eigentlich im Wasser kämpfen. Dann kann er sich nämlich auch selbst elektrifizieren und dadurch seine Rüstungsklasse erhöhen. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, hier reinzugehen. Und wisst ihr was? Das speichere ich auch gerade mal eben. So. Dann sind wir hier eigentlich erst einmal soweit fertig. Was ich auf jeden Fall dann jetzt mache, das hatte ich ja schon gesagt, wir werden einmal Wegpunkt rübergehen zu den Pilzen und da die Sachen einmal abschließen. Mykoniden-Kolonie. Ich wünsche, wir würden die Karten dann wenigstens aufhaben dabei. So, wir müssen einmal dann mit Tulla sprechen, dann mit dem König. I'm coming along, just not fast enough. Any word on my people? Ich habe sie gerettet. Ihr könnt bald mit ihnen rechnen. You did. Then I owe you more than I can ever repay. Thank you. Okay. Das war's. Okay, das haben wir ja schon. Ich will normal sagen, aber naja, sei es drum. Souverän Spoa. Peacebringer. Be at home. Ich habe euch Nirs Kopf gebracht. The Drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. Ich glaube, das ist gut, dass die hier alle so tanzen. Okay, lieber Nias Kopf ab. Souverän hat uns Nias Kopf belohnt. Du erhältst. Was erhalte ich denn? Amulett des Gesandten. Stimme des Zirkels. Klassenaktion. Okay. Ja. Cool, cool. Dann, wie die alle noch am Tanzen sind. Dann würde ich gerade mal dieses Amulett. Ich glaube, das tragen wir mal mit Tayun. Und das andere Amulett, was wir ja noch haben. Dieses hier. Das ist ja auch sehr geil gewesen. Heilendes Wort. I applaud.
Würde ich vielleicht dann mal an Gale geben. Ah, wobei der hat Nebelschritt, ne? Ist auch geil. Was hat er? Saloon, okay. Dann würde ich ihm das geben, den Astarion. Weil das mit Saloons Träume, da schläft er halt nachher immer ein. Das ist auch nicht so geil. So. Kann ich jetzt mal gucken, Eigenschaften? Wichtiges Merkmal. Kann ich irgendwo gucken, was das bringt? Extra Gelegenheit, günstig, psionischer Rückschlag, Reaktion, Übung, Werte. Oh, wir sind fast Level up. Wie die alle am Tanzen sind. Zauberbuch. Allgemein. Ah, hier, Klassenaktion. Stimme des Zirkels. Gewähre einem Verbündeten einen Bonus von plus 2 bei Würfen auf Überzeugen. Weißt du was? Nevermind. Das ist eigentlich voll scheiße. Ich dachte, das wäre jetzt so mega cool, aber... Das ist gar nicht so cool. I've got a long road ahead. Da würde ich lieber das hier behalten. Stimme des Zirkels. Kann ich nochmal mit ihm reden? Peacebringer. Hä, wir sind nicht mehr Peacebringer. Wir sind jetzt Lebenssänger. The Myconid soothes you with hums and whistles. Juhu. The circle is cleansed. You are worthy. Juhu, die mögen mich alle. The Myconid greets you with pure sensation. Sadness and joy intermingled. Okay, ich rede jetzt mal nicht mit allen. Gut, gut. Ja, das haben wir abgeschlossen. Wir wollten dann noch einmal weiter Richtung Schmiede. Das machen wir auch noch mal in dieser Folge. Das ist ja noch ein bisschen. Klippenstraße zerstört das Dorf. Ich glaube, da mussten wir hin, ne? Dann kommen wir mal wieder an die Oberfläche. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Licht. Wir haben Licht. So, warte mal, die Schmiede, wo warten die nochmal? Erstmal müssen wir kurz warten, bis das hier wieder sich aufgebaut hat. War die da unten drin? Ich glaube, die war hier, ne? Ja, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, okay. Also. Wir haben jetzt hier die Schmiede. Verwenden. Achso, das ist nicht. Kombinieren. So, wir brauchen die Susur-Baumrinde. Und den ganzen Schlüssel. Susur-Baumrinde. Wo ist denn die? Warte mal, habe ich die dabei? Ja, die habe ich dabei. Okay. Soll ich die da nicht mit kombinieren? Achso, abgeschlossene Quests. Haben wir nicht. Abgeschlossene Verbergen. Durchsuche den Keller. Vorhin die meisterhafte Waffe. Wir haben die Susur-Rinde, jetzt müssen wir zur Schmiede zurück. Da hätte ich jetzt gedacht, dass wir hier vielleicht die Susur-Baumrinde reinlegen müssen, ne? Ach, die sind hier nicht orange markiert. Da ist die Susur-Baumrinde. Ah ja, okay. Jetzt haben wir hier quasi den Schmelzofen erschaffen.
So, das Coole ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Warte mal, wir müssen mal kurz zum Lager. Ich muss mal eben schauen, dass ich mal zur Reisetruhe gehe. Da hatten wir ja dieses schöne Buch drin. So, Bücher. Ach nee, öffnen. Das Ding ist, wir haben hier ein paar mehr Bücher. Aber ich glaube, das war eine von den Stahlcliffs Blaupausen. Von drei Waffen werden so persönlich gestrichen. Gestrichen muss man sichern ein Dolch. Alle Maß und Wege sind genau angegeben. Die Anweisung spielen dann auch irgendwie. Vor uns tust du rennen. Ist sozusagen kein ungewöhnliche. Kann nur auf gewöhnliche, unveränderte Klingen angewandt werden. Okay. Heißt das, wir können jetzt irgendeine Klinge nehmen und sie zu einer besonderen machen? Guck mal, was haben wir hier noch? Weil ich meine, das waren nämlich... Ja, hier der große Schmelzofen. Ah nee, das war die andere Geschichte. Das war die Schmelzofen im Unterreich. Diese Adamantit oder was auch immer Schmiede. Steilcliffs Blaupause, Steilcliffs Tagebuch. Warum? Hä? Warte mal, die haben hier aber gar nichts drin zu suchen. Die gehören hier rein. Öffnen. Öffnen. Alles nehmen. Mal eben hier rein. Jetzt. Achso, jetzt habe ich das wieder hier reinge... Sorry. So. Okay. Wir können da eine ganz normale Klinge nehmen. Kann ich da mal meinen Goblin-Krummsäbel hier probieren? Weil das ist ja nicht verzaubert oder so, ne? Kombinieren. Goblin-Krummsäbel. Kombination nicht möglich, okay. Was ist mit diesem Dolch hier? An offering. A candy sweet scent wafts forth. The Sousa bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The dagger is yours for the taking. Will. Oh nein, ist aus. Was? Weil die meisterhafte Waffe. Nein, jetzt haben wir einen Dolch gemacht. Was haben wir denn jetzt hier für einen? Susso-Dolch. Bewirkt bei Treffer Stille. Naja, Asarion, möchtest du dann vielleicht diesen Dolch benutzen? Ich werde auch Schmiedestahl. Und was haben wir noch? Worgzahn. Goblin-Tod. Goblins sind bei Angriffswürfen gegen den Anwender im Nachteil. Da würde ich dann lieber den Susso-Dolch nehmen, ne? Susso-Dolch. Und hier machen wir dann Schwert aus Schmiedestahl. Oder nee, warte, wir lassen das mal. Wir lassen ihn dem anderen Dolch, dann kämpft er mit zwei Dolchen. Und das andere Schwert nehmen wir dann, weil ich glaube, das können wir nämlich damit kombinieren. Schwert aus Schmiedestahl. Ja, das geht. Okay, dann haben wir nämlich zwei Schwerter. Sehr geil. Dann bin ich endlich mal meine olle Goblin-Krummsäbelklinge los. Sehr nice. Assassinberührung. Oh, hat er auch noch? Warte mal. Die ist gar nicht mal so ungeil gewesen hier. 6 bis 12. Dolch. Tödlicher Schimmer bewirkt zusätzlich einmal für nekrotischen Schaden bei bewusstlosen oder schlafenden Kreaturen.
Ein D4 plus 4. Und was hatte der hier? Der hat einfach nur ein D4. Okay. Kann ich das dann gegen den Assassin-Berührung austauschen? Weil ganz ehrlich, 5 bis 8. Und der hier hat 3 bis 9, weil zweite Hand. Aha. Jetzt gehen wir gerade mal an Tayun. Warum hatte der den denn noch? Und ich habe das nicht gesehen. Wir haben 41 Diebeswerkzeuge. Holy shit. Ja, geil, ne? Und so. Still breathing. Despite everything. Dann würde ich das gerade mal eben schnell speichern, Freunde. Ja, die meisterhafte Waffe haben wir vollendet. Hätte ich gewusst, dass wir nur eine machen können, hätte ich den Dolch nicht genommen. Das sollte eigentlich nur testweise gewesen sein. Aber gut, ist jetzt nicht dramatisch, weil können wir trotzdem gebrauchen. So, Tagebuch. Oh, das haben wir hier alles. Zirkel, bla bla bla. Ich klicke die alle mal an, damit die weg sind. Und dann gucken wir private Quests akzeptieren und den Geheimnissen befreien. Die Künstler, hilft dem Geist des Amuletts. Adamantschmiede. Ein Duelger hat gesagt, dass die Adamantschmiede in der Nähe sei. Das können wir natürlich noch untersuchen. Das Nachtlied müssen wir auch immer noch finden. Die Spur verliert sich im Unterricht. Wo ist das Nachtlied? Welche Bücher enthalten mannigfaltige Wände, gleiche durch manche wahnsinnige Themen? Wir haben ein merkwürdiges Buchtitel, den Dokumentiv von Tai gefunden. Da wirkt irgendwie mächtig, was sollen wir damit tun? Hätte den gefangenen Mann. Lass mich mal was probieren gerade. Die Stiegstraße. Ja, ich glaube, da müssen wir hin. Wobei, ne, wir hätten nach Vaukins Ruhe gemusst. Na egal, komm, wir laufen eben in die paar Meter. Vaukins Ruhe. Weißt du was? Ich teleportiere mich da eben hin. Geht doch schneller. Stimmt, die Stiegstraße war hinten, wo wir Karlach damals aufgesammelt haben. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be wrecked. Will nämlich mal was probieren. So, er sitzt wahrscheinlich immer noch hier, genau. How delicious. Taschendiebstahl geht gerade nicht. Kann ich... Er hat nichts dabei. Come on, give up now. Time to kill. All right, what now? Eine Mitgift, es lohnt sich danach zu suchen. Ja gut, aber wir haben ja hier schon alles durchsucht, insofern. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Und ich wollte jetzt auch hier nicht nochmal wieder ewig lange rumsuchen. Naja, sei es drum. Was haben wir denn noch? Von Tiefwasser, lalala. Unsere feurige Freundin. Wir haben keine Rastmöglichkeit mehr. Ja, dann würde ich sagen, dass wir Wegpunkte... Uraltes Fort... Lass mal zum uralten Fort. Das müsste, glaube ich, hinten der Bereich sein, wo die Skelette waren. Den haben wir ja noch irgendwie freigeschaltet. So ist es. Ja. Wir werden wahrscheinlich früher oder später hier angegriffen werden. Deswegen würde ich sagen, liebe Freunde, war es das für diese Folge. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht was mitnehmen können. Vielleicht finden wir ja sogar das Nachtlied. Und bis dahin, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Macht es gut. Adios, amigos. Und ciao, ciao.